Hallo zusammen, ich hier ist wieder Chilla und schön wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich hier auf Bloodfeather. Das ist ein englischer Server und da habe ich ein Item gefunden, was ich mir einmal kaufen möchte. Und zwar haben wir hier einmal Entführer des Laborassistenten. Das ist ein Item aus Abarus im Mythic-Modus, ist hier für 100k drin. Und ja, das ist ein Lederteil. Ich würde sagen, das kaufen wir uns einmal raus. Sonst sind die Dinger im Schnitt auf so 250 aktuell. Heißt, das ist ja schon relativ günstig für das Item. So, das holen wir uns jetzt raus. Das werden wir jetzt einmal eintragen und dann nicht auf den Main rübergeben, weil da habe ich die Mythic-Version tatsächlich schon. Aber ich denke mal, auf den Schurken müsste ich das auch noch in den Katalysator packen können. Heißt, mit dem werden wir das lernen. Also, wir tragen es mal ein. Wir haben hier 100k. Dann habe ich noch 18k für Bonus-Rolls ausgegeben. Habe noch das ein oder andere für den letzten World-Boss in BFA gebraucht. Und hier können wir es auch rausschmeißen. Und ihr seht, das war das letzte Item, was ich aus Abarus gebraucht habe. Damit sind wir mit dem Raid fertig und brauchen jetzt tatsächlich nur noch Sachen aus dem aktuellen Raid, also aus Amirdrasil. Aber da bin ich noch ein bisschen am Warten, dass die Sachen günstiger werden. Und hier aus dem Vault brauche ich noch ein paar Items, aber ja, da muss ich mal gucken, ob ab und an was Günstiges quasi drin ist. Gut, dann sind wir jetzt einmal auf dem Schurken. Und dann muss ich sagen, lernen wir das Ding erstmal. Und als nächstes können wir es dann einmal in den Katalysator packen und dann kriegen wir auch quasi das Mythic-Set-Teil, aber naja, da habe ich bis jetzt noch... Obwohl, ich habe schon zwei Teile. Hoi, was habe ich denn da schon? Wisst ihr nicht, dass ich mit dem Schurken da irgendwas vom Mythic-Set gemacht habe, aber anscheinend Schuhe und Kopf habe ich auch schon vom Mythic-Set. Kann euch nicht... Ah, wahrscheinlich sehen die genauso aus und die habe ich mit dem Main bekommen, ne? Was ja auch Leder ist. Da habe ich die wahrscheinlich her. Sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Das Set. So, dann sind wir noch auf Elune unterwegs. Und zwar ist das ein französischer Server, wo ich einen Mega-Schnapper gefunden habe. Hier für 500 Gold. Ein removedes Item. Und das holen wir uns jetzt einmal raus. Das ist nämlich ebenfalls wieder so ein crafted Item, die sonst halt irgendwie so 700.000 bis 1 Million kosten. Und da war jetzt einfach mal eins für 500 Gold drin. Da muss man schnell sein bei sowas. Gerade nochmal durchgescannt und es durch Zufall gesehen. Das können wir jetzt direkt einmal lernen, hätte ich gesagt. Und dann gucke ich mal, ob das eins von den Items ist, das ich quasi in meiner Liste mit drin habe. So, jetzt gucken wir erstmal meine BOE-Liste. Hier haben wir sie. Ich würde sagen, erstmal tragen wir es aus. Also 500, naja, tragen wir 1000 dafür ein. Beim nächsten Runden mal wieder ab. Und hier können wir gucken. Nee, ich habe es tatsächlich nicht drin, ne? Das habe ich anscheinend nicht auf dem Zettel. Nope, kann man hier nichts austragen, aber war auf jeden Fall schickes removedes Teil. Jetzt ziehen wir das wieder rüber. Und ja, da seht ihr das nochmal. Das ist quasi Cutter-Crafted Item. Hatte ich jetzt mega Luck, ne? Ab und an kriegt man so richtige Schnapper quasi. So, dann bin ich jetzt als nächstes auf Antonidas. Und hier war ich im Black Market wieder fündig. Und habe einmal ein Tierset mir geholt, T3 vom Magier, und zwar hier den Kopf. Und es hat mich gekostet 337.000. Das ist jetzt, oh, ich hätte jetzt den Sound anscheinend gerade nicht an, aber wir haben es einmal gelernt. Und das ist jetzt das vorletzte Teil vom Magier-Set. Ich brauche jetzt insgesamt, glaube ich, noch 4 Teile vom T3, also langsam wird es. Jetzt tragen wir das einmal ein. Hier 337.000 und dann sind wir jetzt schon bei einer knappen 500.000 oder sogar ein bisschen über 500.000, sehe ich gerade. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Vielleicht kriege ich ja noch das ein oder andere T3-Teil fertig. Dann habe ich als nächstes noch was gefunden hier auf Blackhand. Und zwar haben wir hier einen Gürtel, Quickers Gürtel schimpft sich der. Ist ein removedes Teil, kostet hier genau 200k. Ich habe den die letzte Zeit ein bisschen beobachtet. Der war nämlich für einen relativ überteuerten Preis immer drin, immer so geswitcht zwischen Goldcap und quasi 2 Millionen rum. Und jetzt für 200k ist es tatsächlich ein Schnapper in Anführungszeichen. Den haben wir uns einmal rausgekauft, handeln hier auf dem Main rüber und dann können wir den auch mal lernen. Den gab es anscheinend ursprünglich mal irgendwo in Malgor. So, dann lernen wir das Ding mal. Und dann können wir das Ganze auch in meine Liste eintragen.
Also erstmal schmeißen wir ihn hier einmal raus. Da haben wir ihn. Das ist nämlich einer von den wenigen weißen Items, die mir noch fehlen. Also raus damit. Jetzt sind es nur noch, glaube ich, Umhänge, ja? Umhang, 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 Umhang. Genau, 4 Umhänge sind es, aber die sind auch schon seit einigen Monaten nirgends mehr im Auktionshaus. Wobei doch, einen habe ich, glaube ich, letztens gesehen für Cap. Aber der ist auch nicht mehr drin. Keine Ahnung, ob den jemand rausgekauft hat oder weiß ich nicht, was mit dem ist. So, und dann haben wir hier 200k. Dann sind wir jetzt schon bei 700k angelangt. Dann sind wir als nächstes auf Twisting Nether. Und hier habe ich noch was Nettes gefunden. Und zwar haben wir einmal ein Item aus Amethrasil, Hoffnung des Traums, Mythic Modus, Zonendrop. Und das ist einmal sind einmal Schuhe, Kette. Und ja, für ein Mythic-Item kann es nichts sagen. Da sind teilweise die HC-Sachen teurer, seht ihr? Also wenn ich jetzt hier so durchgucke, sind die HC-Teile liegen schon knapp über 100k. Und meistens sind die Mythic-Dinger nochmal ein gutes Stück teurer. Das ist hier relativ günstig. Das kaufen wir uns jetzt einmal raus. Und dann basteln wir das rüber auf einen von meinen Kettenchars. Da muss ich mal gucken, welcher Sinn macht. Aber ich würde sagen, da nehme ich einen Hunter. So, jetzt handeln wir das aber jetzt erstmal dem Main rüber. Und dann schmeißen wir das kleiner aus der Liste raus. Beziehungsweise muss ich es dann auch gucken, welchem Scheiß gebe. Und dann schauen wir mal, wo ich noch einen Katalysator mit reinpacke. Da können wir dann noch ein paar mehr T-Mox quasi draus machen. Also hier 100k. Und dann haben wir da die Schuhe. Und ja, das ist auch das letzte Item von der Art. Ne? Da habe ich LFR, Normal und HC tatsächlich auch schon. Heißt, wir können die komplette Zeile löschen. Gut, dann sind wir am Katalysator auf meinem Hunter. Erstmal lernen wir die Schuhe. Und dann packen wir die Dinger noch hier rein. Und machen die zu einem Set, also beziehungsweise zu einem Set-Item, ne? Set ist es ja keins, weil es ja ein Off-Slot ist. So, also, dann haben wir 2 T-Mox draus geholt. Wunderbar. Das nächste bin ich auf Kazak unterwegs und da habe ich jetzt was Schönes gefunden, was ich mir kaufen will. Und zwar haben wir hier einmal aus dem HC am Mirdrasil die Ledertaille und die holen wir uns jetzt gleich hier für 100k. Ach nee, ich muss das Gold noch rüber traden. Halt, stopp, das war jetzt nix. Also einmal Gold noch und dann können wir es erst kaufen. Und zwar kann ich die mit meinem Main upgraden auf Mythic Item Level. Also müsste ich dann beide T-Mox kriegen und dann auch noch in den Katalysator packen. Und dementsprechend 3 T-Mox aus dem einen Teil rauskriegen. Jetzt schauen wir, dass ich nicht das falsche kaufe. Genau, das Ding brauchen wir. Und das ist sogar auch noch ein Item-Level-Upgrade für den. Ich brauche nämlich noch eine Taille für Set. Gut, also dann gucken wir mal. Das Ding können wir jetzt einmal anlegen. Dann porten wir uns mal weg hier. Unterwahl tragen wir das jetzt gleich mal aus. Aus meiner Liste. Wo haben wir sie? Also hier haben wir die Liste. Waren jetzt ziemlich genau 100k. Und dann suchen wir sie jetzt hier einmal genau. Also ihr seht, da haben wir jetzt den Gürtel im HC und Mythic. Wir schmeißen jetzt gleich mal beides raus. Denn ich kann jetzt das Teil in den zum Upgrade-Typen gehen und das da einmal mit upgraden. Dann müsste ich auch quasi die Mythic-Version haben. Ne? Marken habe ich noch ein paar rumliegen. Also hier von den Aspekten bzw. Würm. Heißt, das können wir jetzt gleich einmal upgraden. Und da ich auch noch fürs Mythic-Set was brauche, können wir es dann noch in den Katalysator oben packen. Also ich muss es auf 5 upgraden. So, jetzt ist es 480 und hat quasi auch Mythic-Item-Level, ne? Gut, das muss ich dann halt noch umtransmoggen, aber gut, das bleibt sich ja quasi gleich. So, dala. Also, jetzt gucken wir mal. Ich brauche nämlich einmal hier im, also HC-Mode bin ich fertig, ne? Aber Mythic brauche ich noch die Taille und die Schuhe. Und wenn wir das Ding hier reinpacken, halten wir das mal weg. Dann kriege ich hier noch einmal die Taille von den Stats. Ist sogar besser. Crit ist eher nicht so gut aktuell. Aber gut.
Wegen den Stats mache ich es nicht. Ne? Da hätte ich dann eher lieber ein Versa-Ding genommen. Gut. Und dann haben wir jetzt quasi bis auf einen Teil das Set komplett. Ne? Muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwann mal Schuhe kriege. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir weiter. Als nächstes bin ich dann auf Thunderhorn. Und hier habe ich einmal eine Kettenschulter gefunden. Und zwar ist die aus dem aktuellen Raid auf dem HC-Modus. Und die kostet nur 50k, das ist ein absoluter Schnapper. Sonst sind die immer bei 100k aufwärts. Und ja, da war ich jetzt mal schnell, kurz einen Char erstellt und das Teil einmal eingetütet. Das basteln wir jetzt auf meinen Hunter rüber. Und dann muss ich mal gucken, haben wir zumindest schon mal die HC-Schultern. Eventuell kann ich sie dann sogar noch auf mythisch upgraden. So, ich habe es jetzt auf meinen Hunter rüber getradet. Und ja, da haben wir die schicken Dinger. Die sind jetzt einmal 470. Das können wir jetzt schon mal anlegen. Und ich habe da auch schon ein paar Marken. Seht ihr, ich habe 90 von den Würmmarken. Ich kann die jetzt noch auf 4 von, weiß nicht, wie viel sind das? 4 von 6 upgraden. Da für 5 bräuchte ich halt dann die größten, die Aspektwappen. Aber wir graden das jetzt schon mal ab hier. Auf 4. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt nur mit dem Char irgendwie im Plus gehen kann. 16er Key. Vielleicht nimmt mich hier irgendwer mit. Und dass ich das noch aufs letzte upgraden kann, dann würde nämlich das Mythic-Ding auch noch haben. Genau. Jetzt hat der wahrscheinlich... Ah doch, der hat sogar noch einen Set-Bonus. In den Katalysator darf ich es, glaube ich, erstmal nicht tun, weil ich sonst... Naja gut, HC-Set habe ich eh schon fertig, ne? Aber in den Katalysator darf ich es erstmal nicht tun, sonst kriege ich das, ja, das Trash-Item nicht im Mythic-Modus. Aber jetzt gucken wir mal. Gut, als allererstes tragen wir es jetzt aber nochmal aus meiner Liste. Jetzt muss ich bloß gucken, wo habe ich die denn? Ah, da haben wir es. Also, hier haben wir das Teil. Das ist der Mantel. Da können wir jetzt HC rausschmeißen. Brauchen wir jetzt eventuell noch Marken, um dann vielleicht noch Mythic mitzunehmen. Und hier können wir es auch eintragen. Und wir haben es für 50k gekriegt. Und jetzt sind wir bei 955k angelangt. Als nächstes sind wir auf Azurigos unterwegs. Das ist ein russischer Server. Da ist immer ein bisschen größere Hackmack mit Sprachpaket umstellen und so. Ihr seht jetzt, bei mir ist das hier alles auch jetzt im Kyrillisch. Und hier haben wir für 56.000 einmal aus Amiradrasil aus dem HC Lederkopf müsste das sein. Ja, also man sieht sie jetzt nicht mehr genau, außer man ist der kyrillischen Sprache mächtig. Aber das müsste der richtige Kopf sein. Und das ist ein absoluter Schnapper, weil sonst ist das Ding immer wesentlich teurer drin. Ja? Und das Problem ist, ich kann mir das immer nicht selber rüberhandeln, weil wenn man auf einem russischen Server will, muss man das russische Sprachpaket anmachen und kann dann nur noch quasi auf russische Server einloggen und nicht mehr auf englische oder deutsche oder so. Das ist richtig blöd. So, jetzt muss ich rausfinden, was Handeln ist. Ah, das war Handeln, okay. Und jetzt gebe ich dem Kortag nämlich alles zurück, weil den Char lösche ich wieder. Und dann werden wir das quasi auf Main rüber handeln, ne? Weil jetzt muss ich quasi mein Sprachpaket wieder ausloggen, mein Sprachpaket wieder auf Deutsch umstellen, dann kann ich wieder auf den deutschen Server einloggen. Also das ist ein bisschen kompliziert alles. So, also ich habe mir den jetzt rüber handeln lassen auf mein Main. Jetzt habe ich insgesamt 60k für den ausgegeben. Habe dann noch 4k springen lassen. Und ja. Jetzt können wir das nämlich anlegen, das Teil. Also das jetzt seht ihr auch, ne, das ist das HC-Teil. Das können wir einmal anlegen. Dann habe ich das HC-Mock. Und jetzt kann ich das noch hier upgraden. Und zwar auf 5. Ne? Das kostet mich auch jetzt nur quasi die Flugsteine, weil ich schon andere Items soweit abgegradet habe. Und damit habe ich dann auch noch ja, das Mythic-Teil. Ne? Also habe ich jetzt quasi 2 für den Preis von einem. Gut, jetzt bin ich mir überlegen, muss ich es noch in den Katalysator packen? Ich glaube nicht, weil da habe ich, glaube ich, schon, ja genau, Kopf haben wir schon weg. Heißt, Katalysator brauchen wir es jetzt nicht. Aber aus der Liste können wir es rauskegeln. Und zwar, nee, das ist die falsche Liste. Das sind meine Runs hier. Ups, jetzt packt die Tabelle ein bisschen rum. Meine Runs im Skyreach. Da bin ich ja aktuell auch unterwegs. Hier, da ist die richtige Liste. Und zwar haben wir da einmal jetzt 60k für gezahlt. Und hier können wir es jetzt einmal rauskegeln. Wir sind jetzt hier in Amiradrasil. Genau, das war jetzt HC und Mythic. Heißt, wir können eigentlich die komplette Spalte rauskicken. Und ja, dann werden es langsam ein bisschen weniger Items. Jetzt sind es noch in-game
15 Stück, ne? Und quasi mit den Removeden sind es noch 82. Also so langsam wird es übersichtlich. Gut, dann sind wir jetzt auf dem Endstand für das kleine Waste-Video bei 1.015.000. Fast eine Punktlandung geschafft. Und ja, dann sind wir tatsächlich da auch wieder durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Waste-Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.